So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Eure Dark Simulator 2002. Dass ich mal 2000 sagen möchte. Wir sind hier bei Euro Truck 2. Wir können mal hier Licht ausmachen. Wir sind jetzt auf dem Weg. 700 Kilometer nach Brno. LKW Lok GmbH. Oh, ich glaube, das ist so eine kleine Dings. Also das wird richtig mies. Wir sind jetzt hier mit der Raupe unterwegs, 38 Tonnen. Warum Raupe und sowas? Ich möchte ja alle Sachen jetzt nach und nach durchgehen. Wir sind jetzt mit der schwersten, also mit den 52 Tonnen. Oder 51? Nee, 42. Jedenfalls mit der Lok gefahren. Wir sind jetzt mit dem Kran gefahren. Uns fehlt die Fräse. Uns fehlt als Aufnahme noch die Kabeltrommel. Das Hohlskelett oder wie sich das nennt. Ich werde mal so ratzfrech sein. Weil sonst komme ich gar nicht mehr durch. Das fehlt uns noch und ich glaube Travo gab es auch noch. Das fehlt uns dann auch noch. Das heißt, uns fehlen, habe ich gar nicht mitgezählt jetzt. Travo, Hohlskelett, Fräse, drei Stück und die Rolle. Also sind wir bei vier Stück. Vier Fahrten noch, die wir absolvieren oder die ich absolvieren möchte. Jeweils so um die drei Folgen, also 4x3 sind wir bei 12 Folgen insgesamt noch. Also bei 30 ETS Folgen dürfte eigentlich an sich so kein Problem geben. Und wenn es erstmal auffällt, wir sind wieder in unserem schönen kleinen Truck, also yay, wir sind in meinem, das ist sehr erfreulich, ich freue mich echt. Besser als auf der Seite drüben zu sitzen, das ist sehr, sehr schwer. Oh, wir haben V8 Motor. Also wir haben V8 Sitze, also wenn man wohl auch einen V8 Motor haben. Was heißt denn eigentlich V? Das V steht für die Kolbenform, also die den Kolbenaufbau. Das heißt, die stehen V-förmig an sich geordnet. Oh, wir sind noch hier in der Stadt. Jetzt können wir 70 fahren. Also sie sind geordnet in einer V-Form und es sind 8 Zylinder. Hier wird aufgeteilt auf 4 Takte. Das heißt, 2 Zylinder arbeiten, 2 saugen an, 2 machen, 2 verbrennen, 2 stoßen aus. Ist das so eigentlich richtig gesagt? Ich glaube schon. So. Wenn ich hier über Motor rede, fällt mir gleich ein. Ich muss ja zur Werkstatt fahren mit meinem Auto. Mittwoch. Für mich Mittwoch. Für euch ist kein Plan. Jedenfalls, das ist eigentlich auch nicht wichtig für euch, dass ich zur Werkstatt muss. Ich brauche keinen Moment. Wir fahren sowieso hier runter. So. Ja, ich habe die Kurve ein kleines bisschen zu groß genommen. Aber ist kein Problem. So. Nach der letzten Folge, wo wir ja so viel Schaden gemacht haben, müssen wir jetzt aufpassen. Wir sind hier überall bei 0%. Ich habe vorhin noch den Wagen repariert. Bin mal gespannt, ob wir jetzt ordentlicher fahren. Weil die Sorge ist immer noch, dass ich ja hier mit meinem... oder die Hoffnung ist, dass ich hier besser fahre mit meinem... Ich hoffe es mal wirklich, weil immerhin ist es mein Wagen. Das ist mein alter Bock. Ich habe ja damals noch ein anderes Profil gehabt, das habe ich aus Versehen gelöscht. So, das ist komplett dämlich, was die hier machen. Warum fahren sie hoch und wieder runter? Ich finde das so schade. Und da hatte ich ein, was war das? Ich glaube, das war ein M1 gewesen. Den habe ich damals sowas von geliebt. Das war wirklich mein Lieblingswagen, mit dem ich hier gefahren bin. Es hört sich extrem an, aber... Es war Liebe auf den ersten Blick. So, und da fahren wir runter und müssen gleich Maut bezahlen.
Mensch, wie ich das vermisst habe, Maut zu bezahlen. Ich muss unbedingt nach Deutschland wieder. Ich glaube, Deutschland hat keine Maut, Polen hat keine Maut, Italien. Was wird hier jetzt so richtig rollig? Wir dürfen ja durch ganz Polen fahren, oder? Ah, ich muss hier rüber, ich muss hier rüber. Glaube ich mal. So, ab auf die Maut. Was ist denn eigentlich die C-Stufe? Also bei A hätte ich ja gewusst, Automatik. Wir gucken mal kurz, wir fahren mal kurz hier rüber. Aber wir halten mal ganz, ganz kurz nur. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, wann ich angefangen habe. So. Gucken wir mal, wie viel Maut ich jetzt eigentlich hier unterwegs habe. Eins. Dann abbiegen. Durch Loads. Eine Maut. Ja, und hier immer bezahlen. Gut, also muss man nur dieses kleine Stück bezahlen. Das geht aber. Das heißt wieder beschleunigen und los geht's. Auch so nebenbei auf Bietezeiten achten. Meine Ruhezeiten vom Spiel. Und natürlich auch die Echtzeit, dass ich ja nicht zu lange aufnehme. Ich habe auch schon den kurzen Part gesucht, den ich gemacht hatte aus Versehen. Oder wahrscheinlich kurzen. Finde ich nicht. Also wird es wohl überall so 10 Minuten gewesen sein. Da bin ich echt stolz. Warum habe ich... Gut, es täuscht nur, ob ich Licht anhabe. Gut. Ich muss sagen, die Fahrt letztes Mal im Mercedes war natürlich doch schon so eine ungewohnte Klasse, aber richtig geil. Also so ein bisschen halb Luxus. Fand ich eigentlich schon persönlich gar nicht mal so schlecht. Eigentlich ziemlich geil. Natürlich Scania ist natürlich Top-Klasse. Ich habe angefangen hier mit einem MAN, mal zwischendurch mal Renault ausprobiert und sonst irgendwas. Renault finde ich immer noch so. Ja, und könnte ich mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, wie man na Dings hier macht. Sperrlast. Mit einem Renault vorne, mit diesen Brotkastenformen. Ich bleibe bei meinem Scania. Scania sieht eigentlich recht geil und passt eigentlich auch zu diesen Schwerlastsachen. Man könnte ja natürlich jetzt alles übertreiben und natürlich zu jeder Fracht jeden LKW durchgehen. Also jede Firma mit natürlich der höchsten Aufbau. Stärksten Motor und Leistung, Getriebe. Puh, Aussehen ist eigentlich Pupp, Schnitz. Ist eigentlich scheißegal so. Aber gut. So. Ja, ich habe mein Lenkrad ein bisschen mehr fest. Da vibriert das nicht ganz so. Da kriegt man das nicht ganz so mit, weil es doch schon manchmal ist es gar nicht mal so leise. Aber gut. Alter, endlich mal wieder einkommen und nicht nur Ausgaben. Wie findet ihr denn überhaupt diesen Ball oben? Ziemlich lustig, oder? Finde ich echt irgendwie lustig. So. Ich muss dann aber auch mal schlafen gehen, weil ich brauche einen Schlafrhythmus wieder. Weil das ist irgendwie komisch. Ich habe hier Prüfung 8 Uhr bis, ich sage jetzt mal 12 Uhr, dann nochmal 8 bis 12. Dann den nächsten Tag gehe ich um 8 Uhr abends zur Arbeit, komme früh um 6 nach Hause. Den nächsten Tag genau das gleiche. Dann haben wir Samstag. Dann habe ich Frühschicht oder Spätschicht? Spätschichtwoche. Danach früh. Will ich eigentlich Urlaub nehmen in der Schicht. Damit ich ja. Ich bin nie der Frühschichttyp. Ich habe natürlich dann später, dass nicht mein Steiger mal kommt und sagt mir hier und mir nur Dings reinhaut. Frühschicht.
Ja, da würde ich den an die Gurgel gehen. Echt, ey, nee. Überhaupt nichts für mich. Ich finde Nachtschicht am besten, da war ein Blitzer. Wo wir damals als Familie noch so weit gefahren sind. Also wirklich mit dem Auto bis nach Ungarn, Italien und so. Und sonst irgendwie, ja, diese Zeiten gab es, da konnte man sich das leisten. Da war viel, viel mehr los gewesen. Da weiß ich aber auch, wir haben damals Wassereis gegessen gehabt. Das war überhaupt nicht meins. Also so Wassereis war damals nicht meins gewesen. Heutzutage geht's schon einigermaßen. Wo mir gerade einfällt, Eis. Ich wollte am besten eigentlich noch ein Video schicken. Muss ich dann noch eine Bildschirmaufnahme machen. Von einem Video, was auf Facebook rumklausiert wird. Von Eis machen. Eigentlich recht geil. Könnte man eigentlich auch mal das Video machen. So wie das andere Video, was eigentlich noch auf meiner Kamera ist. So. 22.11. Da wird dann irgendwann mal der Stream beendet. Ja, die Aufnahme unterbrochen. 3 Stunden sind wir bis jetzt gefahren. Fast die vierte. So, 80 ist so schnell. Oh, da habe ich eine Nachricht bekommen. Sogar 2 Nachrichten. Es tut mir so leid mit dem Vibrieren. Ja gut, da kann ich jetzt gerade noch nicht drauf antworten. Da muss die Person warten, und wenn sie dann schläft, hat sie Pech gehabt, dann muss sie auf morgen warten. Ja, ich bin eigentlich ein ganz netter, aber nicht, wenn ich jetzt nebenbei das hier mache. Ich bin gerne für jeden möglichen da und so. Aber ich muss doch schon sagen, dass ich in dem Falle jetzt gerade ist es nichts Wichtiges. Deswegen kann ich ruhig in Ruhe zocken. Sonst habe ich, sage ich immer, oh, naja, ich höre mal lieber auf. Ich bin lieber für dich oder für sie da. Für ihn oder PS. Könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Bei mir helfen wichtig ist. Das war zu viel gebremst. Er ist schnell rum. Ach du Scheibengleister, ich habe den ganzen Stau hier auf verursacht. Vielleicht nicht ganz so gut. So, jetzt müssen wir uns mal eine Haltemöglichkeit suchen, dass wir dann gleich uns hinstellen können. Schlafen müssen wir ja noch nicht. Das wird dann im nächsten oder übernächsten Part passieren. Dass wir schlafen gehen müssen. Aber wenn ich jetzt dort hoch zum Haus fahren hätte dürfen oder können, das wäre nämlich auch nice gewesen. Da hätte ich dort meine kleine Pause machen können. Aber darf ich wohl nicht. Oder geht nicht, sagen wir es mal so. Jetzt muss ich mal gucken. Was sagt ein Navi? Da unten ist erst die nächste Pause. Oh Leute, hoffentlich könnt ihr noch so lange die Blase anhalten können. So. Auch das ist schon sehr weit. Ah, nein, 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 ich fahr zu weit drüben. Vor allem, ich fahr zu schnell, das ist das Problem. 70er Tempomat reingehauen und gut ist. Geil, oder? Irgendwas wollte ich sagen. Irgendein Spiel. Ach so, ich wollte mal gucken nach Formel 1. Nach Formel 1, wie teuer das ist.
kommt da jedes Jahr Neues raus. Also Formel 1 17, vielleicht gibt es da was. Weil wenn ich da gucke, was nicht Swaggy Gaming, nicht Byte, nicht Raccoon Style, sondern... Ah, wie ist nicht gleich. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ich guck mal schnell mal auf meinen Kanal. Der habe ich an der Seite verlinkt. SNY Gaming. SNY Gaming oder so. Mit denen habe ich ja damals auch ein bisschen was gehabt. Nicht so direkt. Vielleicht, wenn man Formel 1 holt, vielleicht dann die neueren Teile, dass man da mit denen, oh, hier gibt es ja eine Parkmöglichkeit, mit dem dann was mal ausprobiert. Vielleicht geht das ja, vielleicht wollen sie es ja, vielleicht ist es ja sogar erlaubt. So, wir halten mal kurz hier so ein bisschen an. Gut. Machen wir den Motor aus, bremst dran und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir das Wort. Ciao, ciao.